Ja, Leute, und somit herzlich willkommen zum zweiten Let's Flash. In dem Sinne ist es ja eigentlich eher etwas Horrormäßiges. Also, ich kenne The House 1 noch von früher und ich kann mich gut daran erinnern, dass das ein bisschen echt interessant wird. Während der Aufnahme sein, dass das Bild ein bisschen ruckelt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich kurz ein bisschen scrollen muss, weil das scrollt die ganze Zeit wieder bei mir nach oben im Browser. Legen wir mal los. Get inside. Nochmal schnell Outer City checken. Hallo Outer City. Okay, alles klar. Get inside. Ich habe nebenbei den Walkthrough aufgeschlagen, also sollte es Probleme geben, dass irgendwie auf einmal, keine Ahnung, ich nicht weiterkomme, dann habe ich was zum Progress hier. Aber ich habe die Seite auf dem Side-Monitor im Hintergrund stehen, also kann ich nicht drauf gucken. The Dining Room. Okay, was haben wir denn hier? Oh, nett. Guck mal hier. Das sieht aus wie das Mädchen von. Wie hieß das nochmal? Ich habe vergessen. Nightmare House, genau. So in die Richtung. Gibt es hier irgendwas zum Anklicken? Da war gerade irgendwas am Fliegen. Nochmal das Bild anschauen. Okay, alles in Ordnung. Oh, da war was. Scheiße, war was. Oh, hier ist ein Ball. Das ist natürlich nett. Oh oh. Hallo? Ich kann das Bild nicht wegtun. Hallo? Oh oh. Oh oh. Okay. Jetzt ist es interessant. Oh, aber gerade dieses Kind, weißt du? Oh oh. Okay. Das ist interessant. Fuck me. Okay. Ja, ihr merkt schon, wo es hingeht. Ah, gut, ich muss jetzt nicht mehr scrollen. Second Room, the Bathroom. Immer Badezimmer im Horrorgame. Was liegt hier? Kann ich nicht aufnehmen? Oh, hier. Happy Birthday, Mom. We know that you suffer from illness, but we are sure that you will be fine soon. Love you. Okay. Also quasi, wir hoffen, dass es hier bald wieder gut geht. So. Oh, was ist das denn? Gift. Okay. Kann ich hier sonst noch was machen? Auf das Klo spülen. I love you too. I love you. I will let you leave. Okay. Ich möchte dich. Ich hab's jetzt nicht gelesen. Oh. Ah, scheiße, Alter. Ich hasse es. Was? Oh oh. Da ist wohl gerade was in der Badewanne aufgetaucht. Kann ich das wieder weg? Spülen? Nicht? Hallo? Da war der Schatten schon wieder. Eine leere Seite, okay. Da schon wieder. Ha! Ist das eklig, Alter. Fuck. Da hab ich wisch schon, ne? Davon gibt es übrigens auch noch einen zweiten Teil. Und wir sind jetzt im dritten Raum, der Küche. Was hängt dir denn? Was hat denn? Eine Puppe? Eine Puppe? Und ein Kalender. Cancer Treatment. Okay. Also irgendwas mit Krebs. Ich habe vergessen, was Treatment heißt. Boah, Alter, Creepy Dolls. Creepy Dolls, ja, nicht Creepy Dolls. Okay, noch was? Oh oh, da war schon wieder was. Bist du das, Puppe? Gib zu, du bist es, ne? Hallo? Oh Gott. Sag's. Oh mein Gott, da kommt der Schatten schon wieder. Alles in Ordnung, okay. Das sieht aus wie so ein DJ-Pult hier. Ich glaube, hier war meine Scratch. Oh mein Gott. St. Martin Scott School, okay. Alles klar. Hallo? Oh nein. Da will mir jetzt gerade. Nein, die Karte ist nicht fertig. Fuck, Alter.
So, es gibt 5 Räume insgesamt, das sieht man hier unten auch. Sind wir im Living Room. Okay. Und da ist ein ganz tolles Bild, das bin ich übrigens, wenn man das mal genauer betrachtet. Ich habe auch immer so einen coolen Anzug an. Nein, das bin ich zum Glück nicht. Kann man mit dem Radio was machen? Hier zum Drücken? Nee, geht nicht, schade. Hallo Bild. Ich bin ganz toll. Gibt es hier sonst noch was zum Anklicken? Anscheinend nichts. Oh, jetzt. Okay. Interessant. Du brauchst jetzt nicht so böse gucken. Oh, jetzt kommt wieder Klaviermusik. Oh, das Bild. Ah, ich habe was gefunden. Sorry and goodbye. Okay. Ja, ich kann nicht so gut dieses Englisch lesen, wenn das so für. Ah, ich will schon was meinen, wenn das so in Schreibschrift ist, weißt du. Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Aber geht schon mit Englisch, ganz klar. Radio, machst du noch was? Oder ist hier noch was? Eine Pistole. Fuck. Das war deine Schuld. Oh mein Gott. Er ist die Ausgeburt der Hölle, Alter. Pass auf. Weg mit dem Bild. Oh. Oh. Go to the next room. Okay. Das ist dann der letzte Raum und das ist der Korridor. Oh mein Gott, ich glaube, daran erinnere ich mich sogar noch. Hier liegt ein Zettel. Erstmal Licht anmachen, ne? Und da liegt ein Zettel. I'm sorry to God for what I have done. I love my family so. I kill all my family. It's the only thing I can do. Stay together with them forever. Also, die hat quasi ihre Familie getötet. Und deswegen kann sie jetzt ewig mit denen zusammenleben. Okay. Oh, hier liegt noch was. Steht da noch was drauf? I'm sorry, bla bla bla. Okay. Mach mal Licht aus und an. Hallo. Oh, fuck. Da war ein Schatten draus, mach das Licht wieder an. Steht da noch was? Oh. Hallo? Lichtschalter? Lichtschalter, sei nicht so. Okay, oh. Oh nein. Egal, alles gut. Mach das Licht wieder an. Oh fuck, Alter. Ja, und das war's, glaube ich, ne? Ja. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war dann das zweite Flash-Game. Mal schauen, ob wir in Zukunft dann noch ein paar weitere machen. Ihr könnt ja alles in die Kommentare schreiben, welches Flash-Game wir als nächstes zocken wollen. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein und ciao.